350 Autos, 6000 Besucher. Tune Your Car Augsburg schlägt ein wie eine Bombe. Tuning TV ist beim Rieger und Ludwig Event auf der Suche nach Hobbytunern. Moritz Menzel Skydiver. Kein Szene Nobody. Mit meinem Kollegen zusammen aus Langeweile haben wir überlegt, wie könnte man das Auto nennen. Da sind wir auf den Namen Sky gekommen, also Himmel, wegen der Farbe. Und Sky alleine war eben halt nicht so, da fehlte noch was. Dann haben wir das Ganze Skydiver genannt und ist ein relativ bekannter Name, Skydiver, jetzt in der Szene. Alpha Lack und Ghost Flames sorgen für coole Optik, genau wie fette 16 Zöller und die krasse Carline Front. Eigentliches Highlight, die Flügeltüren. Man baut die Serienhalter ab von der Tür, ersetzt diese eben halt durch das Scharnier, was von diesem Fall von LSD, Lambo Style Doors ist. Dieses funktioniert alles ohne Lackierarbeiten. Man muss lediglich den Innenkotflügel ausschneiden. Und dieses ist also, wenn man ein bisschen Kfz-mäßig ein bisschen was drauf hat, schafft man das in 6 bis 8 Stunden. Problematisch war, dass diese Tür durch den HiFi-Ausbau extrem schwer ist. Die Tür alleine ist von dem Polo allein schon schwer. Und diese Scharniere haben wir zweimal einen ausgebaut und jetzt aber funktioniert. Mit der nach unten gezogenen Haube schaut Moritz Polo 6M nicht nur böse, sondern macht sogar Spaß. Dank Airride-Fahrwerk pumpt sich der Wolfsburger nach Bedarf hoch und runter. Bei Shows liegen die Seitenschwelle auf dem Asphalt. Zum Fahren drückt sich das Fahrwerk auf eine erträgliche Höhe. Der rührende Auspuff täuscht. Der Motor ist serienmäßig. Es war vorher ein 75 PS Motor. Jetzt haben wir einen GTI eingepflanzt, dementsprechend auch natürlich Getriebe, Achse, Bremse geändert, was dazugehört. Der GTI ist so Serie geblieben, da ich eben halt damals schon ein bisschen Probleme mit Motorschaden hatte und da eben halt schlechte Erfahrungen mitgemacht habe und mit Motortuning und darum eben halt nur optisch getuned. Im Innenraum klassisches Tuning-Equipment. Selten Recaro A8-Sitze im Race-Look. Alles Ton in Ton. Hinterm Fahrersitz klemmt der Airride-Kompressor. Per Knopfdruck werden die Achsen separat angesteuert. Maßgefertigt der Kofferraum. Wir sehen hier einen GFK-Heckausbau mit 2 Exakt-Woofern, die jeweils auf einem 35-Liter-Gehäuse laufen. Über diesen GFK-Heckausbau ist dieser GFK-Flügel, der extrem schwer war anzupassen, da alles symmetrisch ist. Wie man sieht, dass diese Spitze auf diese Spitze zum Beispiel passt, dass diese Spitze zu dieser Spitze passt. Also hinter diesem Spionspiegel ist eine Kamera versteckt. Und die Kamera ist eben halt zum Zweck einfach nur als Gag, damit man eben halt sich selber sehen kann, wenn man den Kofferraum hinten reinguckt, wie jetzt mich und den Kameramann. Nutzwert, Fehlanzeige. Hauptsache geil. Moritz Skydiver ist ein Gesamtkunstwerk. Doch beim Umbau steckte der Teufel im Detail. Das größte Problem war, diesen Seitenschweller anzupassen. In dem Sinne, weil wir haben den Seitenschweller nicht einfach nur dran geklatscht, sondern auch komplett angespachtelt, wie man in diesem Fall hier sieht. Es gibt keine Ritze, keine Rille mehr. Und das Schwierige an der Geschichte war eben halt, diesen Schweller anzupassen und darüber hinaus den Farbton wieder hinzubekommen, da dieser Farbton extrem schwer ist. Und dann haben wir im Winter dreimal die Seite komplett neu lackiert, um das zum Dach, zur Heckklappe, zur Frontschürze und zur Heckschürze passend machen. Projekt Pimp My Polo geglückt. Skydiver kann sich locker auf jeder Tuning-Show sehen lassen.